Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ihr habt jetzt bereits 3 Wochen lang keinen Vlog mehr von mir gesehen. Dafür geht's heute wieder los. Wenn ihr euch fragt, was es Neues gibt, ich habe jetzt seit 15 Tagen kein Training mehr gemacht. Leute, ja, ich war krank, bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen heute auch noch kein Sport. Aber ich treffe mich heute mit Görgi, mit dem Carsten Stahl, und deswegen wollte ich einfach mal die Kamera mitnehmen und euch auf dem Laufenden halten. Also viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank übrigens an euch. Bei Instagram, bei YouTube habt ihr mir ganz viele wertvolle Tipps gegeben, von wegen Zwiebelsaft inhalieren oder trinken, was auch immer. Ich muss euch sagen, die beste Erfahrung habe ich gemacht mit dem Zeug hier. Ne? Schaut mal hier. Das sind so Öle und du stößt auch danach auf und merkst richtig, wie das Zeug alles löst. Also mein kleiner Geheimtipp, Soledon-Kapseln Forte. Ansonsten, was bei mir gar nicht funktioniert hat, waren die Sinopret, bei allen anderen wirken die bloß bei mir nicht. Ansonsten mein Tipp für euch, frische Luft tanken ohne Ende, bewegt euch so viel wie möglich in der frischen Luft. Ich habe übrigens Rotlicht genommen, das war eine ganz blöde Idee, kann ich euch nur von abraten, also Rotlicht nicht bei Nebelgeschichten, nur für die Ohren empfehlenswert. So, ich gehe jetzt schnell zum Arzt, hole die tägliche Mikrowellendröhnung ab und dann geht es auch schon weiter. Mikrowellen am Start, sieht ganz unspektakulär aus, ist aber wirksam. Falls ihr irgendwelche Bedenken habt wegen Mikrowellen, macht euch keine Sorgen, ich werde es überleben. Und wie bereits versprochen, geht es jetzt ins Orange Fit. Der Birk Luther ist leider nicht da. Ich treffe jetzt den Görgi. So, Görgi ist wie immer noch nicht am Start, macht aber nichts. Kriege ich noch ein Käffchen. So, Sportsfreunde, mein Kaffee ist mittlerweile alle. Die Uhr sagt 15.16 Uhr. Der Görgi ist wie immer zu spät. Naja, macht ja nichts. Gott sei Dank muss ich nicht trainieren, habe keinen Booster gedruckt oder irgendwas. So. Er ist erschienen. Er ist erschienen. Guck mal hier, so begrüßen sich YouTuber mit Kamera. Hallo Görgi. Hast du irgendeine schöne Ausrede? Neukölln. Neukölln ist die Ausrede. Gut. Du siehst frisch aus, Görgi. Ja, ist frisch. Ich bin schmaler geworden. Ja, aber du siehst schlank und frischer aus. Auf jeden Fall. Dein Teint ist heute richtig gut. Steht mir besser als die Hamstersäckchen. Finde ich gut, auf jeden Fall. Da bin ich doch mal gespannt. Da machen wir gleich mal einen Formcheck, mein Lieber. Wollen wir lieber Formtraining oder Nachtraining Formcheck machen? Ja, wir trainieren Beine, ne? Bei also mir ist danach nichts aufgepumpt. Ja, also lieber davor. Lieber davor, weil das ist das ganze Blut in deinen monströsen Beinen drin. Ja, dann haben die alle Angst. Ja. Und wenn ihr euch fragt, wie der Görgi sich aufwärmt, ne? Passt mal auf, der war jetzt gerade auf Klo und hat jetzt ohne Scheiß Placement. Ach so, hier, der hat jetzt ein Warm-up. Warm-up Sports Gel. Warte, schnell scharf, komm. Da. Warm-up Sports Gel. Mach ich jetzt einfach mal ein Placement. Immer die Abkürzung. Man braucht sich nicht mehr aufwärmen, kann sich einfach nur noch ein Gel auf den Arsch schmieren und schon läuft der. Ja, also für alle die glauben, sie schmieren sich da irgendwas rauf und dann sind sie warm, das könnt ihr komplett vergessen. Wenn ihr euch sowas da drauf schmiert, passt ein bisschen auf, dass das nicht in die Mitte geht, weil wenn das einmal mit den Eiern in Berührung kommt, dann habt ihr keinen Spaß mehr beim Training, dann ist vorbei. Sprichst du aus Erfahrung? Ja. Leider ja. Leider ja. Für alle Hardcore-Freaks da draußen, wir haben früher immer Finalgon auch genommen. Ne? Wie gesagt, ja, ich habe das mal ausprobiert. Finalgon, das ist ähnlich, das ist richtig Hardcore, und zwar Forte. Und das macht auch richtig Spaß, das kann ich euch verspreche ich euch. Görgi, machst du denn jetzt irgendwelche Aufwärmübungen? Was ich immer gerne mache, eigentlich, ganz ehrlich, immer schön eine gute Mobility und so vorweg. Aber was mir immer eigentlich viel bringt, ist ein kleines Cardio-Warm-up, einfach weil der ganze Organismus arbeitet. So, bringt mir schon viel. Wenn ich mit dir ein paar Mobility-Übungen mache, dann bist du auch ordentlich aufgewärmt, das kann ich dir versprechen. Wie sieht denn mit der Kosakenkniebeuge aus? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Was meinst du mit Kosakenkniebeuge? Den Cossack-Squat. Meine Zuschauer kennen den Move. Oh nee, komm, Sacker. Ich mach's Trockenkniebeuge, das kann Pass auf, ich zeig dir die. Wir machen einen Deal. Ich zeig dir die und du machst mit. Du musst die üben. Also für euch alle da draußen. Wenn ihr zu steif seid, dann kommt ihr auch nicht tief genug bei Kniebeuge. Ich zeige ihn dir jetzt nochmal. Du kannst es gerne filmen, das Ganze. Also, ja, klar. Möglichst ohne Schuhe, ne? Möglichst ohne Schuhe eigentlich, ne? Und der hackt uns auf den Boden. Oh, ja. So. Nummer 1. Und dann gehst du in die andere Position. Nummer 2. So, Spitze hoch. Knie raus. So, liebe Zuschauer, jetzt seht ihr mal, warum ich tiefe Kniebeuge machen kann. Und Görgi nicht. Das ist alles Anatomie, was meine Wirbelsäule. Doch, vor allem Wirbelsäule. Ich habe eine Hyperlordose. Brustkyphose. Seht ihr das? Und hier Fußgelenk muss nachgeben.
Und hier im Adduktoren und im Beinbizeps haben wir auch einen schönen Stretch. Ich habe extra eine kurze Hose angezogen, dass die Leute ein bisschen Angst haben. Angst wovor? Vor deinem Geschlechtsteil oder was? Noch irgendwelche Fragen, Leute? Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied zwischen seiner Kosakenkniebeuge und meiner gesehen hat. Ich befürchte schon. Den Bein gegen meinen Washington. Genau. Ist aber schon besser geworden. Ja. Zwei mit Dampf, Mann. Ja, drück mal richtig fest. Fest, fest. Ich will doch nicht die Schiene einbringen. Locker. Schuh. Locker. Ausatmen. So ist gut. Selbes Spiel nochmal. Du drückst aber jetzt nach innen. Und drücken. Komm, drück feste, Mann. Gib alles. Weiter. Weiter. Und ausatmen. Schönes Ding. Geh mal nochmal in die Hocke jetzt. Probier mal. Auf jeden Fall alles aktiviert und mobilisiert. Guck, ist fest. Kann ein Elefant gegenlaufen. Ja. Aber eine ICE gegen vor allem. Super, haben wir. Okay. So, ready? Ja, ich komm, guck mal. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss, weil ich ja mal Bandscheibe habe, alles ausreden. Na komm. Jawohl, komm, weiter. Hast du geschlagen oder so? Boah! Ich dachte, das ist hinten. Ah! Okay. Ah, das ist ein Kampf, Mann. Dann hol aber auch alles raus jetzt, Mann. Nummer 1. Schön atmen, weitermachen. 2, push. Und weiter, komm. 3, push. Oben dir. Steh! Diesmal helfe ich sogar. Komm. Mach doch. Mal, hör da auf. Leider Angst. 5! Für Badehosen-Klasse ist es okay. Für Bikini-Klasse ist okay. Wenn ihr euch fragt, was ich die letzten Tage oder letzten 2 Wochen ohne Training gegessen habe, im Prinzip das Gleiche, ein bisschen weniger Eiweiß und insgesamt auch einfach weniger Kalorien, weil ich brauche ja viel weniger. Und es fühlt sich falsch an, so viel Eiweiß zu essen, wenn man nicht trainiert. Wozu dann irgendwie? Also ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich erhöhe jetzt mein Eiweiß, weil ich die Muskulatur halten will, sondern im Gegenteil, habe es einfach mal gut sein lassen. Aber jetzt, Leute, jetzt gebe ich ja was. Ich habe nämlich Hunger. Ich bin gut vorbereitet, zumindest insofern, dass ich was zu essen mit dabei habe. Produktplatzierung? Ja, Product Placement. Achtung, Achtung. Ich esse jetzt diesen leckeren Schokoriegel und lass mir den schmecken. Und wir sind bei den Ausfallschritten angekommen. Boah, Freunde, das muss ich euch zeigen. Wir wollen jetzt die Sichtung machen und der Görki pumpt sich vorher auf. Das solltest du doch nicht filmen. Ja, das soll doch nicht. Er hat sogar schon Liegestütze gemacht. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Ohne Scheiß. Ich vorher nicht drauf. Görksen, ja gut, das ganze Blut ist ja in den Beinen und aus dem Oberkörper raus. Du musst doch für den Wettkampf lernen, wie man sich vorher auch. Ja, selbstverständlich. Machen die dann auch immer. Vorher legen die sich mit Kissen und Decken auf den Boden. Das wirst du auch irgendwann mal machen, mein Lieber. Ja. Komm, jetzt zieh zu, jetzt zieh dich aus. Komplett? Na, Schlüpperle ist da. Darf ich das linke Ei verdeckt lassen, das ist ein bisschen kleiner, das ist richtig schön. Ah ja, okay. Nicht du musst gucken, ich muss gucken. Der macht bei dir erst am Rücken den Speck weg, ne? Bevor er da vorne rangeht. Hätte ich gar nicht gedacht. Geh ein bisschen nach vorne, geh mal einen Schritt nach vorne wieder. Aber von der Struktur her finde ich das gar nicht schlecht. Aber mir ist ein bisschen wenig passiert, fetttechnisch. Allerdings haben wir auch noch gut 12 Wochen Zeit jetzt, ne? Das ist die sogenannte Prinzenrolle, ne? Oder welches? Prinzenrolle. Du bist momentan bei 2,6 oder 2,7 Kalorien? Ja. Kriegst du das hin? Das ist mir scheißegal. Ich werde keine Rücksicht nehmen. Pass auf, Gürksen. Ein Tag, 2000 Kalorien? Ja. Den zweiten Tag 2500 und den dritten Tag 3000. 2, 2,5, 3000. Haben wir von vorn. Ja. Unabhängig vom Training, Trainingstag. Unabhängig vom Training, scheißegal. Mhm. Und ich würde fast alles konstant lassen und ich würde es nur über die Kohlenhydrate regulieren. Komplett netto. Ohne Trainingsabzug oder sonst was? Nee, völlig latte. Der Kalorienschnitt liegt dann bei 2500. Ja, also machen. Haben wir gar nicht so viel runtergefahren, mein Lieber. Ne? Aber Ziel der ganzen Aktion ist natürlich auch, den Stoffwechsel aktiv zu halten. So, ja. Gut. Wenn ihr Fragen habt, entweder bei Görki mal melden oder bei mir in die Kommentare schreiben. So, das Kamerateam von Arte ist am Start. Und die haben Carsten Stahl mit dem Gepäck. Ja, man glaubt es kaum. Von RTL 2 zu Arte Bildungsfernsehen. Wer hätte das gedacht, dass der Carsten das mal schafft? So,
So, jetzt geht's hier los. Hier ist gerade am Umziehen, soweit ich weiß. Der braucht schon wieder 10, 20 Minuten. Kalle Stahl! Bist du bereit? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe hier schon die Kamera. Hallöchen. Hallo. Warte mal, die Friese sitzt. Alles gut, warte mal. Läuft. Kriegst du hier eine Fassarbeit? Alter Mann. Ah, nee, der Blick, ja. Das bist du? Ich habe schon angekündigt, du bist heute bei Arte zu sehen. Also heute nicht, aber wir drehen heute mit Arte. Ja, es ist RTL, jetzt war TAF, jetzt Arte. Ja, wir arbeiten uns da. Ganz früher war es RTL 2. Ich war jung und brauchte das Geld. Jeder fängt mal kleiner. Ja, ist richtig. Ich will ja auch da nicht abtauen. Das war der Türöffner, das war die Krankenklinik vom Herzen aus, das war ein Türöffner an die Jugendlichen. Und jetzt machen wir das groß, dass ein Bewusstsein hat. Weißt du, wen ich gestern ein Wort gezogen habe? Arne Friedrich. Arne Friedrich ist ehemaliger Nationalspieler. Ich glaube, den Zuschauer kenne ich selbst nicht. Ja, ich bin kein Fußballer. Ja? Ich selbst nicht kannte den. Ja, gut, ehrlich, okay. Ja, gut. Jedenfalls ist der auch mit an Bord und findet gut und kommt auch jetzt am 20. mit ist Arte auch dabei. Kerm Stahl wird explodieren, Leute. Ich bin froh, wenn es sich nach oben arbeitet, weil es geht nicht um mich, es geht auch nicht um Kerm Stahl. Um uns alle. Bewusstsein zu schaffen, dass wir die Scheiße haben. Geht um uns alle. Genau. Um unsere Zukunft, um die Kinder. Kinder gehen uns alle an. Das klingt ein bisschen blöde. Das klingt ein bisschen blöde, aber es geht für eine bessere Welt. Da könnt ihr jetzt lachen, ich meine es ernst. Fangen wir mal mit Deutschland an. Und als nächstes gehen wir Österreich, die Schweiz. Und wenn wir dann dabei sind, machen wir die ganze Welt. So, wir gehen jetzt pumpen. Ja. Es ist natürlich klar, wir gehen nicht richtig pumpen. Wir werden ein paar Sätze machen. Du musst ja gleich weiter, die Leute von Arte haben keine Zeit. Ja, ich muss danach wieder nach Neukölln. Ich habe da noch ein paar Interviews in so einer Bar. Oh. Nicht von dir, in die wirkliche normale Bar. Hau jetzt ab, ich muss mir noch ein Hemd anziehen. Ja. Carsten, bist du bereit? Bist du aufgeblasen? Es gab heute bei mir, war ich ja sonst nie. Ich hab so einen dicken Döner-Teller. Und da glühen natürlich ein bisschen die Adern an. Ja. Nicht machen. Nicht gut. Nicht ach, gut. Natürlich, Döner ist in Ordnung. Döner geht. Döner geht. Okay. Du bist ja einfach Gummibärchen. So. Und jetzt werden hier die professionellen Bilder geshootet. Pass auf. Geht los. Die GoPro. Guckt euch das an. Zack. Professional. Komm, Carsten! Das Gute ist ja, du bist jetzt aufgepumpt. Ich bin komplett flach und leer gelutscht. Mit 15 Tagen ohne Training. Das hast du endlich. Jetzt siehst du gut aus. Jetzt siehst du gut aus hier neben mir. Achso, pass mal auf. Ich will ein bisschen Werbung nicht in eigener Sache, sondern in deiner Sache machen. Denn du hast jetzt endlich eine richtige Homepage. Kerm Stahl. Hast du einen Job im Internet mit Job? Wir können Tassen bestellen, Zapperlätzchen. Bringst du mir hoffentlich beim nächsten Mal eins mit. Was haben wir noch? T-Shirts, alles Mögliche. Aber ganz, ich mache einen Link unten rein. Auf okay, Zeit. Aber hört mir genau zu. Es geht dabei nicht um Produktplacement. Es geht darum, dass jeder, der sich damit identifizieren möchte, der nimmt sich so ein Teil, was auch immer, oder schenkt es dem Sohn oder was auch immer, der vielleicht das möchte, wie auch immer. Und 20% von all den Sachen, die da holen, kommen den Projekten für Nächsten, die Menschlichkeit und vor allen Dingen den Projekten an den Schulen zugute. Und wer was spenden möchte, da könnt ihr auch. Wer uns also unterstützt, ist für eine gute Sache auf jeden Fall. Definitiv. Und ihr fragt mich ständig in Kommentaren, ja, wo kriegt man den Kerm Stahl-Pulli, wo kriegt man dies her, wo kriegt man das her. Ich mache unten in die Beschreibung einfach mal einen Link rein zu der Homepage und dann klickt ihr da drauf und macht das auch bald. Ne? Kürzen, du haust ab. Du musst essen auf jeden Fall. Ich ganz lange ohne Nahrung. Wird auch Zeit jetzt für dich. Ne? Ich danke dir. Guten Dreh. Und du machst deine Zuschauer stolz, mein Lieber. Mach mich stolz, mach dich selber stolz. Denn in zwei Wochen will ich ein Body-Update und dann muss das auf jeden Fall besser sein. Definitiv. Die Haut am Bauch muss dünner, es muss alles leaner, shredded. Also muss es schwer werden. Guck mal, so was wird schwer werden. Und jetzt machen wir mit Hilfe. Wir holen den Kopf. Schub. Komm noch zwei, Karte. Komm. Komm mal, Stahlhart. Schub. Und den letzten. Komm, Carsten. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und schon. Wichtig ist beim Sport, dass man immer einen guten Trainingspartner hat, der ihn gut motivieren kann und am besten auch ihn nehmen, der ist jünger als einer ist, weil da kann man immer sagen, krieg mal, so war ich Oma und er kann sagen, so möchte ich mal sein. Nee, ich und Lukas, wir passen schon wie die Faust aufs Ohr. Ich sage immer zu ihm Junior, er sagt zu mir immer Opa, ist ja nicht, was die Anspielung soll, sind ja nur ein paar Jahre dazwischen, aber schön ist, er hat ein gutes Herz. Ich habe auch eins und wir unterstützen uns. Ich bei seiner Arbeit ihn und er mir bei meiner Arbeit hoch. 3, 4, 5. Komm. Kim!
Stark! Ja, aber wie gesagt, dein erster Spruch war, ich bin Dokumentarfilmer, ich wüsste mir gar nicht, was. Normalerweise, was ich. Du Blödmann, ich hab's nie so arrogant gesagt. Mit einem wie dir würde ich sonst nie reden, habe ich gesagt. Ich hab zu meinen Buchautoren gesagt, sag mal, ich hab die Sendung von dem gesehen, wieso sollte ich mich in dem überhaupt überhalten? Also, wenn er nicht aus Neukölln wäre, hätte ich ihm gar keine Chance gegeben. Und heute dreht er mit mir. Hat er recht, Und bringt er mit mir. Bringt meine sogenannte H4-Fresse. Zu Arte. Deine Hartz-IV-Fritze zu Arte. Man kommt aus verschiedenen Ecken, aber trifft sich in der Mitte. Ja. Genau. Gemeinsamer Recht bei mir. Und da liegt ja auch die Kunst. So ein Typen wie mich mit dem Hintergrund von diesem, war ich so jung und brauchte der Geldsender, zu Arte zu bringen. Ich bin so alt und brauchte der Was ist eigentlich, warum habe ich eigentlich keinen eigenen Make-up-Artist, den ihr mitgebracht habt? Weil der so gut aussieht. Achso, braucht man sowas bei einer Doku? Nee, ist ja doch nicht. Wir nehmen es so, wie es ist. Nun, selbst dich. Selbst mich, sagt er. So, wir sind fertig. Carsten, was sagst du? Du bist gerade eben frisch mit den Curls fertig geworden. Wie viele Curls hast du jetzt gemacht? Wahrscheinlich 80 oder 100. Gefühlte 1000. Und der Arm? Ja. Aufgeblasen. Hast du schon mal einen Abriss gehabt im Bizeps? Hier? Ja, nicht. Hier nicht. Ach, aber, aber das sieht so kurz aus. Willst du noch irgendwas schnell an meinen Zuschauer loswerden? Also erstmal nimmt ihn seine Jugend und seine große Fresse nicht so quer. Weißt du, früher hätte ich das mit so kleinen linken Haken in der Leber erledigt, aber heute mache ich die da nicht mehr. Ich mag ihn ja so, wie er ist. Und deswegen, wie gesagt, hört auf ihn. Der hat Ahnung von dem Sport. Und er will ja noch ein paar Jahre machen und er will genau das gleiche wie ich. Euch Auswege zeigen und Hilfsmöglichkeiten zeigen, wie ihr mehr aus euch machen könnt. Und vor allen Dingen lasst eure Energie im Sportstudio und tut euch nicht auf der Straße weh. Das wäre meine Message an euch. Finde ich gut, dass ich so stehe. Ich füge noch hinzu, glaubt an euch selbst. Das finde ich auch mal wichtig. Lasst euch nicht mobben oder von irgendjemandem einreden, dass ihr irgendwie scheiße seid. Und zwar wie ihr dünn, grün, rot, gelb, weiß oder irgendwas seid. Scheißegal. Ja? Genau. Willst du ergänzen? Es ist so, glaubt an euch selbst. Ich bin egal, wer was sagt, ihr könnt was nicht. Es ist euer Traum. Lebt euren Traum, findet eure Gabe, perfektioniert sie und folgt eurer Berufung. Das ist mein Wort. Ciao. Lass es so stehen. Ich mache das genauso. Carsten Stahl auch. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, für eure Interesse. Wir sind raus. Ciao.